herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr zu Hause leckere Donuts backen könnt. Die Donuts werden dabei aber nicht frittiert, sondern heute zeige ich euch eine Variante für den Backofen. Dafür als erstes einen halben Würfel Hefe in ein hohes Gefäß bröseln, 200 ml lauwarme Milch dazu gießen und dann mit einem Schneebesen oder einer Gabel verrühren, bis sich die Hefe komplett aufgelöst hat. Die Hefe-Milchmischung anschließend zusammen mit 500 Gramm Mehl, 50 Gramm Zucker, einem Päckchen Vanillezucker, 50 Gramm weicher Butter, einem Ei und einem Teelöffel Salz in eine Rührschüssel geben und danach mit einer Küchenmaschine oder den Händen für 4 bis 5 Minuten zu einem glatten Teig verkneten. Der Teig ist perfekt, wenn er sich komplett von der Schüsselwand gelöst hat, so wie hier. Dann eine Kugel aus dem Teig formen, zurück in die Rührschüssel legen und mit einem Küchentuch bedeckt für 30 bis 45 Minuten an einem warmen Ort ruhen lassen. Sobald der Teig sein Volumen in etwa verdoppelt hat, die Arbeitsplatte ganz leicht bemehlen, den Teig aus der Rührschüssel holen, nochmals kurz durchkneten und danach mit den Händen etwas flach drücken, so gut es geht. Anschließend mit einem Nudelholz ausrollen, den Teig dabei aber nicht zu dünn ausrollen, sondern lediglich auf eine Dicke von einem halben bis maximal einem Zentimeter, ungefähr so dick. Wenn das erledigt ist, können wir unsere Donuts ausstechen. Dafür nehme ich hier zunächst eine große Kaffeetasse und steche als erstes Kreise aus. Danach habe ich hier so ein Pinnchen und damit steche ich mittig noch ein Loch aus und fertig sind unsere Donuts. Den überschüssigen Teig jetzt abnehmen, nochmals zusammenkneten, wieder ausrollen und wie gerade gesehen weitere Donuts daraus ausstechen. Die fertigen Donut-Rohlinge auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen, nochmals mit einem Küchentuch bedecken und für weitere 15 bis 30 Minuten ruhen lassen. Danach im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für etwa 12 bis 15 Minuten backen. Sobald sie goldbraun und schön aufgegangen sind, aus dem Ofen holen, etwas abkühlen lassen und danach dekorieren. Dafür habe ich hier geschmolzene Schokolade. Wer mag, kann alternativ auch Zuckerguss verwenden. Die Donuts jetzt nacheinander durch die Schokolade ziehen. Danach auf ein Gitter setzen. Und zusätzlich noch mit ein paar Zuckerstreuseln dekorieren. Jetzt muss die Schokolade im Prinzip nur noch etwas aushärten. Danach können wir die Donuts servieren. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.